Okay, erstmal vielen Dank. Genau, wir sind V-Art. Hier ist Louis, Lou, Alex und Lea. Und ja, wir zeigen uns euch einfach, was wir dieses Wochenende gemacht haben. Genau, die Idee war einfach, so eine VR-Kunstausstellung zu machen, wo Benutzer ihre eigenen Zeichnungen posten können. Es gibt ein Bewerbungssystem mit Swipen, Info über den Künstler oder Künstlerinnen, Copyright und Kamera- und Galeriezugriff. Prozess und Meinung. Wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Will jemand was dazu sagen? Okay, auf jeden Fall. Unseren Thema war Kunst und Kultur. Und wir dachten, wir könnten Kunst mit Technik irgendwie verbinden und einfach eine Galerieaufstellung zu machen. Es kam zuerst als eine normale VR-Galerie und dann kam es mehr Ideen, das mit den Swipen, das mit den selber Bilder hochschlagen. Also es waren ganz viel Brainstorm und am Ende war es halt so. Probleme, naja, wir wissen alle, ich glaube Teilnehmer und Mentees können wir, naja, recht geben. Jugendhackt ist nicht nur Alpakas und Mate, es ist auch sehr viel harte Arbeit. Und zum Beispiel wie ich und ich glaube, ein paar Leute hier sind nicht so gut im Programmieren und haben auch welche Probleme. Das war wirklich so ein Rollercoaster, voll Emotionen, voll Stress. Aber am Ende haben wir alle was gelernt, voll coole Leute kennengelernt. Und ja. Also, Probleme waren, die VR-Engine in Unity zum Laufen zu bringen. Es war kompliziert, aber wir haben es am Ende geschafft. Leider können wir keine Live-Demo machen, weil Oculus das nicht erlaubt. Also wir hatten die Kapazitäten dazu nicht. Die Datenbank zu machen war auch etwas schwerer mit PHP. Ja. Ja, PHP war nicht so nett. In der Website hatten wir vor allem auch viele Probleme mit PHP und der Verbindung zur Datenbank. Und dann auch Probleme mit der Datenbank und Verbindung zu Unity. Und auch Probleme mit Unity und der Verbindung zur Datenbank zurück. Und das Gleiche mit der Website. Ja. Als Tools haben wir Visual Studio Code benutzt. Dazu noch eine Datenbank in einem unbekannten Programm. Dann haben wir noch Unity und Blender benutzt. Genau. Zum Design. Wir haben es bei Unity gemacht und ein paar Sachen vom Blender da reingemacht. Ich mache es mal größer, so könnt ihr es sehen. So sieht es ungefähr aus. Natürlich ist es leer, weil keine Benutzer es noch nicht die Bilder hochgeladen haben. Wie man sieht, da sind 3 Mini-Sofas. Es ist ganz gut gebaut. Da sind Säulen, der Fußboden hat eine ganz coole Textur. Und es gibt sogar eine Rampe und einen zweiten Stock. Also ganz modern hier. Genau, zur Webseite. Da man das hier nicht so ganz erkennen kann, haben wir ein Bild gezeichnet, um es besser darzustellen. Wir haben auch ein Beispiel mitgebracht, und zwar die liebe Liv hat ein Bild gemalt. Das ist das hier. Sie hat uns sich die Webseite angeschaut und wusste erst nicht, was sie tun soll. Deshalb hier die Erklärung. Hier unten kommt man zur Kamera. Da kann man die Kamera öffnen und ein Foto schießen. Oder die Galerie öffnen. Das hier ist ein Projekt für die Zukunft. Da kann man vielleicht noch die gelikten Bilder anschauen. Hier oben kann man bei den 3 Punkten dann die Infos anschauen. Wer es gezeichnet hat, also in dem Fall die Liv, wann, ich denke gestern Abend,
Und die Copyright-Infos. Wenn man nach rechts swipet, kann man hier ein Herz sehen. Das soll Liken darstellen und das hier nicht disliken. Das ist ein bisschen disrespectful, aber ja, genau. Alex, willst du noch was dazu sagen? Ja, gerne. Ich war sehr viel mit PHP unterwegs und dem Uploaden der Bilder. Das macht man hier auf diesem Knopf, den ich gerade nicht zeigen kann wahrscheinlich, weil es außerhalb ist. Wenn man auf den Knopf draufdrückt, kommt man auf eine Extra-Seite, wo man durch seine Dateien browsen kann und ein Bild auswählen kann, was man dann auf eine Datenbank uploadet oder auch selbst ein Foto schießen. Und dann sollte, weil es viele Formate werden nicht unterstützt, hochgeladen werden auf die Website und auf das Unity-Projekt. Achso, okay. Das war so ein Mini-Extra-Projekt. Wie ihr schon davor gesehen habt, ihr habt die Mini-Sofas gesehen. Wir haben die 3D gedruckt und kleine Schlüsselanhänger gemacht. Total niedlich, total schön. Wir dachten, das wäre so eine Art Merch. Und wie gesagt, das war irgendwie der Highlight von die ganze Galerie, wie man da sieht. Ja. Okay, also daher, dass wir nicht Oculus, okay, darf eine Person, wer möchte, einmal ausprobieren. Okay. Also ich kann euch erklären, was er sieht. Gerade sieht er wahrscheinlich nichts, aber jetzt sieht er vielleicht was. Er steht jetzt in der riesigen Galerie, da sah es vielleicht nicht so groß aus, aber es ist sehr, sehr groß. Man ist vielleicht so groß wie die Sofas. Wir haben schon ein paar Bilder einfach angehängt an die Wände. Er sieht es gerade. Aus irgendeinem Grund ist es Obama geworden. Gibt keinen Grund. Da hängen ganz viele Bilder von Obama. Dann gibt es noch, kann man da runterfallen? Würde ich nicht empfehlen. Und ja, das war's eigentlich. Willst du mal beschreiben, was du siehst? Krieg ich ein Mikrofon? Ich finde es super. Also ich sehe hier mindestens 7-mal Obama im Auto. Und da ist Lightning McQueen. Ja, es ist alles ziemlich groß hier drin. Die Sofas sind auch irgendwie sehr verschreckend von der Größe her. Aber sie sehen auch sehr einladend aus. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Man hätte dabei sein müssen, oder? Ja. Man hätte dabei sein müssen. Ja, vielen Dank, dass ihr mich als Beispiel genommen habt. Ich glaube, ihr habt meine Zeichenskills leider immer noch besser dargestellt, als sie eigentlich war. Also ich finde, ihr hättet in der Demonstration mir auch ein Dislike geben können. Aber ist schon okay. Ja, super cool. Wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen, dass ihr was mit Virtual Reality machen wollt? Okay. Naja, wir haben so einen Brainstorm gemacht und ich interessiere mich voll da drin und habe das so als Idee vorgeschlagen. Ich habe noch nie damit gearbeitet, aber ich glaube, am Ende ist es ganz cool geworden. Es tut mir leid, dass Sie nichts sehen konnten, was aber versprochen, es ist voll cool. Also wie gesagt, es war erstmal diese Galerie-Idee mit dieser VR-Welt und dann kamen halt noch mehr Ideen und noch mehr Ideen und noch mehr Ideen. Und am Ende würde es halt das. Und ja, will noch jemand was dazu sagen? Nein. Super cool, vielen Dank. Kann man, ja, wie gesagt, das ist euer Merch. Habt ihr da noch die Datei von? Kann man sich das selber drucken, falls man auch VR-Merch möchte? Naja, ja, wir haben die Datei. Gerne, wer ein Mini-Sofa will, kommt gerne zu uns. Wir sind total stylisch. Es kommt in verschiedenen Farben. 1,99 €. ja, danke schön. Ja, vielen Dank euch. Super, super, ja. Dieses Projekt.